Verhinderungspflege. Für wen ist sie geeignet, welche Kosten entstehen und welche Voraussetzungen gibt es? Mehr dazu in diesem Video. Die Verhinderungspflege, welche übrigens auch als Urlaubs- oder Krankheitsvertretung bezeichnet werden kann, tritt ein, wenn der pflegende Angehörige durch Urlaub, Krankheit oder aus einem anderen Grund verhindert ist und für einen bestimmten Zeitraum nicht mehr weiter ambulant pflegen kann. In der Regel wird die pflegebedürftige Person während dieser Zeit von anderen Angehörigen, Nachbarn oder Dienstleistern ambulant gepflegt. Man kann die Verhinderungspflege aber auch in einer stationären Einrichtung ausführen. Die Verhinderungspflege hat eine maximale Dauer von 6 Wochen. Um diesen Zeitraum zu verlängern, kann im Anschluss daran auch noch eine Kurzzeitpflege gehangen werden. Bei einem Pflegegrad von 2 oder höher wird die Verhinderungspflege von der Pflegekasse bezahlt. Die Leistungen belaufen sich dabei auf 1612 Euro pro Kalenderjahr. Bei einer Unterbringung in einer stationären Einrichtung können jedoch auch noch Zusatzkosten, etwa durch einen Fahrdienst oder ähnliches, dazukommen. Damit man die Verhinderungspflege beanspruchen kann, müssen aber 2 Voraussetzungen erfüllt sein. Einmal muss die pflegebedürftige Person einen Pflegegrad von mindestens 2 haben. Zudem muss die Pflegeperson den pflegebedürftigen Menschen mindestens 6 Monate in ihrer häuslichen Umgebung gepflegt haben, bevor man einen Anspruch darauf hat. Sie brauchen kurzfristig eine Verhinderungspflege und haben keine Zeit mehr, den Antrag zu stellen. Oder die Verhinderungspflege wurde vielleicht sogar schon in Anspruch genommen, ohne einen Antrag zu stellen. Auch das ist kein Problem, denn solange man die Belege und Nachweise aufbewahrt, kann man die Verhinderungspflege auch noch rückwirkend beantragen. Habt ihr noch mehr Fragen zu der Verhinderungspflege? Schreibt sie doch einfach in die Kommentare oder nutzt unsere kostenlose Hotline 0800 123 0401. Gebt uns doch gerne einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Abo-Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Mein Name ist Manon, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und munter.